Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit so einem Tape eure Kaiserschnittnarbe zu Hause selber tapen könnt. Viel Spaß! So ein Tape bekommt ihr entweder online, könnt ihr bestellen oder auch manchmal in der Drogerie oder bei Tchibo gibt es auch manchmal Tape. Und das reicht auch völlig aus, wenn ihr da ein eher günstiges Tape benutzt. Ich habe da jetzt keine Nachteile feststellen können gegenüber den teuren Profi-Tapes. Deswegen, und ich nehme tatsächlich sogar lieber die günstigen, weil die anderen häufiger mal Hautreizungen ausgelöst haben tatsächlich. Nun ja, wir nehmen jetzt beispielhaft diesen Strich hier als unsere Kaiserschnittnarbe. Und ihr messt nun euer Tape ab, links und rechts ein Querfinger zur Narbe. Legt dann das Tape einmal so drüber und schneidet quasi in dieser Breite einmal ab. Manchmal hat man hinten solche Hilfslinien drauf. So, jetzt habe ich hier 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe eigentlich eine spezielle Taping-Schere. Die ist natürlich draußen in der Tasche, aber ihr habt auch keine, deswegen geht das jetzt auch so. Und was wir uns jetzt geschnitten haben, also ich muss es nochmal so zeigen, wir haben das so abgeschnitten und jetzt schneiden wir hier raus nochmal kleinere Streifen, etwa 4 Stück. Ja, also es ist wichtig, dass ihr jetzt nicht wieder so schneidet, sondern so. Ja, ich mache mal jetzt so 4 Stück aus einem Teil. Ja, meine Schere ist nicht ganz so gut geeignet. Ja, nimmt eine schön scharfe Schere. So, und schneidet ihr euch, das ist sehr individuell, je nachdem wie groß eure Narbe auch ist, das ist ja sehr unterschiedlich, schneidet ihr euch einfach ein paar zurecht. Ihr klebt es ja auch häufiger und deswegen könnt ihr ruhig da auch ein paar mehr haben und lasst die dann eben fürs nächste Mal übrig. So, wenn wir dann unsere Stückchen haben, werden wir die jetzt im 45-Grad-Winkel zur Narbe so als Kreuze hier drüber kleben. Wichtig ist, dass das unter Zug geschieht. Das heißt, ihr nehmt die Daumen oben rauf, reißt dann unten in der Mitte einmal das Tape so ein. So. Jetzt habe ich das hier abgerissen, die Folie. Ich klappe mir die dann immer schon einmal so um. Behalte die Enden so in der Hand und ziehe dann das Mittelstück, so weit es geht, einmal lang. Also maximal gedehnt wird jetzt im 45-Grad-Winkel das aufgeklebt. So, seht ihr, dass die Enden jetzt noch hoch stehen? Das ist wichtig. Die werden nämlich nicht gedehnt. Da ziehe ich jetzt einfach das Papier ab und klebe das Ende einmal so auf. Hier auch. Zack. Nächster. In der Mitte das Papier reißen, umklappen, ziehen, mittig draufkleben. Die Enden einmal ab. Zack. Zack. So, das macht ihr jetzt so weiter, bis ihr quasi eure komplette Narbe einmal abgeklebt habt. Ja, das sieht mal mehr, mal weniger ordentlich aus. Aber so ungefähr. Na, die dürfen sich also auch überkreuzen. Geht jetzt hier nicht um Schönheit. Viele Hebammen haben übrigens auch eine Taping-Fortbildung. Also wenn ihr eine Hebamme habt, könnt ihr die natürlich auch fragen, ob die euch das klebt. So, ihr macht das natürlich bis zum Ende durch. Ich habe keine Lust mehr. Und jetzt machen wir noch eine Abdeckung, weil das würde jetzt sich relativ schnell wieder lösen. Ja, ihr klebt es einmal gut an. Und dann messt ihr euch nochmal das Tape. Ist immer wichtig, dass ihr die Richtung auch richtig schneidet. Ich weiß, manche machen das auch so. Ist dann häufig ja nicht breit genug. Deswegen einmal so.
diese Länge und dann ja so ein bisschen drüber über eure Kreuze, dass es so ein bisschen weiter rüber geht. Schneidet ihr euch dann so viele, wie ihr braucht, um eure Narbe abzudecken. Ja gut, ich mache das jetzt mal richtig hier vorbildlich. Schneide mir mal 3. Was jetzt wichtig ist bei diesen Tapes, dass ihr einmal euch die Enden abrundet, weil sonst diese Enden sich einfach zu schnell lösen, werden die beim Tapen einmal abgerundet. Ja, meine Schere, das ist hier echt ein bisschen eine erhöhte Schwierigkeit. Ja, ihr könnt da ja in Ruhe basteln und das schick machen zu Hause. Ich will es ja nur einmal zeigen. Wenn ihr eine gute Schere habt, könnt ihr das auch einfach so übereinander legen und schneidet dann quasi 2 Schichten mit einmal. Wichtig beim Tapen ist, ihr könnt ein Tape, was einmal klebt, nicht lose machen und nochmal benutzen. Wenn ihr ein Tape aus welchen Gründen auch immer nochmal ablösen müsst, müsst ihr euch das neu zuschneiden. Das funktioniert jetzt genauso. Ich nehme das in die Hand, reiße das einmal in der Mitte, klebe das allerdings ohne Zug auf. So, jetzt mache ich wieder hier das einfach, damit es sich besser macht, klappe ich schon mal die Folie um. Ist ein bisschen schwierig, hier in die Kamera immer noch zu gucken. Und das klebt ihr einfach so auf, wie es ist. Ohne Zug. Es ist ja nur ein Schutz. Oh, das sieht doch ganz gut aus. So, mit den anderen genauso. Ihr könnt jetzt einmal ziehen, na klar, um das zu lösen. Ne? Mit Tape muss man sich so ein bisschen einfuchsen. Ist natürlich jetzt auch eine sehr laienhafte Anleitung für euch zu Hause. Könnte man jetzt sicherlich auch noch ein viel längeres Video machen, aber einfach, damit ihr da auch was tun könnt für euch. So, letztes. Und das mit diesem Umklappen macht man halt, damit man das Tape von unten nicht anfassen muss, weil dann klebt es nicht mehr so gut. So, fertig. Also ich bin zufrieden. Jetzt würde man mit einer warmen Hand, möglichst warmen Hand, das einmal schön anreiben, damit das gut klebt. Und dann ruhig 1-2 Stunden nicht duschen und dann hat es seine maximale Klebekraft erreicht und ihr könnt damit ganz normal duschen. Lasst es einfach dran, solange wie es hält. Wenn sich hier die Enden mal so lösen, das macht überhaupt nichts. Wenn es euch stört, kann man das manchmal auch einfach nochmal so ein bisschen abschneiden mit der Schere. Und ja, dann eben so lange, wie es hält, drauf lassen. Und irgendwann könnt ihr es dann nach dem Duschen abmachen, wenn es nicht mehr gut hält. Bei manchen hält es 4 Tage, bei manchen hält es eine Woche, bei manchen noch länger. Vorher die Haut bitte nicht eincremen. Am besten frisch abwaschen nochmal, falls ihr da irgendwie Schweiß habt, geschwitzt habt. Einmal vorher mit dem Lappen und Wasser einmal reinigen, bevor ihr das Tape klebt, damit es auch eben gut haftet. So, das war's. Ich hoffe, das war verständlich für euch. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!